Hallo Sascha, du wirst heute 17. Also kommt hier dein persönlicher Geburtstagsabrechner. Hallo Sascha, alles Gute zum Geburtstag erstmal und erstmal, dass du gesund bleibst, bleib bitte so wie du bist und viel Glück im nächsten Lebensjahr. Ja, hi Sascha. Ja, wir kennen uns jetzt schon so lange und jetzt wünsche ich dir auch zu deinem 17. Geburtstag alles Gute, genieß den Tag, feier schön. Man wird nur einmal im Leben 17, nutze es, solange du noch so jung bist. Und ja, ich glaube, ich muss weiter. Meine Zeit ist in unserem Um und ja, ich wünsche dir einfach einen traumhaften Tag. Ciao. Na, damit hast du nicht gerechnet, dass ich ausgerechnet heute im Studio der BR-Rundschau stehe oder was? Zu Recht hast du nicht damit gerechnet, denn ich möchte dir heute in diesem speziellen Tag aus ganzem Herzen zum Geburtstag gratulieren. Folgendes: Es ist immer mit dir nett, die Abende zu verbringen, mal zu quatschen, von wegen, wie war Tag, wenn wir Probleme hatten, dann spricht der eine sich dem anderen aus. Und wir können, also ich versuche dir zum Beispiel Lösungen zu geben und bei dir ist es ein bisschen schwieriger. Also, du, wenn du mir Lösungen geben möchtest, naja, kann die Lebenserfahrung ein bisschen machen. Allerdings, ich sag nicht, dass ich unbedingt besser bin, weil ich mehr Lebenserfahrung habe, sondern ich sag mal so, ich bin einfach ich in dem Sinne und ich find's toll, mit dir einfach auch so dick zu befreundet sein, obwohl es Anfang nicht so schien. Allerdings jetzt, um es kurz zu fassen, weil die anderen sind auch relativ kurz. Eins sage ich dir, bleib so wie du bist. Versuch dich ein bisschen in der Außenwelt mehr zu präsentieren. Schöpf nach der Pandemie neue Lebensenergie. Und weil ich habe es auch schon mal gesagt zu anderen Leuten, schöpft nach der Pandemie Energie, weil wir haben so viele Sachen, die wir seit einem Jahr nicht mehr tun können. Ich war zum Beispiel seit einem Jahr, also im Januar wird es ein Jahr, auf den Bahnen in Oberhausen oder so. Oder meine Heimbahn wird jetzt abgerissen. Eigentlich hätte ich im April schon die neue Bahn austesten können. Aber naja, ich war auch jetzt lange Zeit nicht mehr, also Museumsnacht ist ausgefallen, Gamescom. Nach der Pandemie wird es wieder so geil sein, man wird es so wahrnehmen, als ob es das erste Mal seit langem ist. Und genau dadurch kannst du dir eventuell neue Bekanntschaften knüpfen und da vielleicht eine nächste Real-Life-Freundin finden. Allerdings will ich auch nicht dabei jetzt zu weit gehen, denn du bekommst auch noch ein Geschenk von mir. Vielleicht hat sich so ein bisschen angedeutet, aber jetzt offiziell, du bekommst die redcrafting.de-Domain. Habe ich gestern Abend besorgt. Und wir können uns gerne nochmal privat nachher unterhalten, wie es da ablaufen würde. Allerdings sage ich dir so, wenn du jetzt auf die Seite gehst, wirst du deine Website da finden. Das kann ich dir schon mal versichern. Also dann würde ich sagen, los geht's, weiter mit den anderen. Und alles Gute nochmal aus tiefstem Herzen, dein Lukas. Servus, The Red Crafting. Ich hoffe, dir geht's gut und dass du einen schönen Geburtstag feierst. Ja, wir kennen uns ja schon etwas länger aus unterschiedlichsten Projekten und sowas. Und deswegen dachte ich mir, wünsche ich dir jetzt auch nochmal hier alles Gute zum Geburtstag. Und nicht vergessen, ich bin dein österreichischer Händler, das heißt, wenn du was brauchst, Almdudler, ich send dir alles zu. Einfach Bescheid sagen. Passt. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Geburtstagsfest. Und tschüss. Moin Sascha. Ja, alles Gute dir. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich stehe hier nur gerade in dein Haus herum. Hast du schön eingerichtet. Und ich hoffe, es haut mir hier kein Fuchs mehr ab. Nochmals alles Gute. Bleib gesund und tschüss. Echt noch nie gesagt, Alter.